über 15 Runden. Babe Risko, der den Streifen an der Hose hat und auch den weißen Bund. Rechts also ist der Titelverteidiger. 25 Jahre alt, hatte 26 Mal gewonnen, 4 Mal verloren. Hatte den Titel gewonnen 1935 gegen Teddy Jarras. Und der Freddie Steele ist der Herausforderer. 2 Jahre jünger, hat auch schon einen tollen Rekord. 73 Siege und nur 2 Niederlagen. Also, Freddie Steele, der Mann in der etwas helleren, in der glänzenden Hose. Jetzt ist er rechts. Damals gab es auch schon Verbandsstreitigkeiten im Jahre 36. Da gab es einen Verband, die New York State Commission, und es gab einen Verband, die National Boxing Association, beide in Amerika, aber beide konkurrierten miteinander. Und das war hier eine Weltmeisterschaft der New York State Commission. In einem anderen Verband, da wurde zum Beispiel Marcel Thiel als Weltmeister geführt, als Weltmeister im Mittelgewicht, muss mich da korrigieren, Mittelgewichtsweltmeisterschaft also. Also da ging es auch schon hin und her. Es war der zweite Kampf, den die beiden bestritten. 4 Monate vorher gab es eine 10-Runden-Begegnung, da ging es also nicht um den Titel, und da gewann Freddie Steele. Und er wollte das natürlich hier wiederholen. Er kannte den Burschen jetzt ja ziemlich genau. Wenn man zweimal gegeneinander kämpft, dann hat man ja so... Lernt man sich kennen, ja. kennt die Schwächen, ja. kennt aber auch die Stärken des Gegners. Ja, war ja bei dir auch so. Dreimal gegen Kalbfell, da hast du ja immer was gedacht. Ne? Ja, ja. Was hast du immer gemeint gegen Kalbfell? Du wolltest ihn schlagen. Ja, ich... Er hatte einen harten linken Haken, ich hatte einen harten linken Haken. Das, wer zuerst traf... Und hier haben wir schon den ersten Niederschlag von Babe Risko. Und so ein Niederschlag hat ja seine Moral. Ja, nicht, das kommt auf den Charakter an. Mhm. Manche Leute machen das auch noch grimmiger. Ja. Manche macht das auch ein bisschen sanfter. Ne? Ja, ja. Ja, du bist ja nur auch hoch und runter gegangen. Du hast andere runter geschickt und bist selbst auch. Ich bin ja auch K.O. gegangen. Mhm. Aber nicht so sehr viel, Gott sei Dank. Wollen wir mal sagen, hier was zum Stil der beiden. Der etwas beweglichere ist der Freddie Steele, rechts jetzt im Bild. Kommt er mit der rechten oben rüber als Cross, nicht? Bisschen lang, die rechte. Ja. Ist ein bisschen größer. Er müsste mehr die linke Hand bringen. Er ist ja größer als der andere. Ja. Und kann sich dadurch ein bisschen auf Distanz halten, um dann die rechte abzuschießen. Ja, aber damals wurde auch schon ganz schön hart geboxt. Der Babe Risko hat hier die Fäuste nur unten hängen. Meint also, er könne alles abfangen, alles ausweichen. Ja, der Freddie Steele hat die rechte oben abschlussbereit liegen, nicht? Damit wird er es wieder machen. Damit hat er ihn runtergebracht. Der Unterschied zwischen damals und dann zu deiner Zeit... War da die Grundeinstellung zum Boxen anders? Nein, das kann man nicht sagen. Waren Profis, die sagten, wir müssen für das Geld, was wir sehen... Wir müssen was zeigen und wir müssen was erreichen. Ne? Denn es war ja immer ein Ziel für der nächste Kampf. Ne? Mhm. Der nächste Verdienst bei uns als Profis. Jetzt geht es also in die 9. Runde. Ja, jetzt kam sie mal, nicht? Mit der langen linken kam er hin. Aber zu lang. Das ist nichts hinter. Ja, keine große Wirkung, aber immerhin.
Also zu diesem Zeitpunkt hatte Freddie Steele nach Punkten schon einen Vorsprung. Durch seine größere Reichweite, ja, schon, durch die linke Hand. Aber er müsste sie mehr bringen. Na, du warst ja auch nicht der Allergrößte. Ein Meter, nein, wie groß? 1,74 Meter. Ist ja der, ich habe das ja immer bedauert. Einer, ich der hatte kleinsten, immer viel größere Gegner vor, ja, mir. Ja. Und mit der linken Geraden musste ich schon ein bisschen variieren, mal zum Kopf und mal zum Körper schlagen, weil ich da oben meistens nicht ankam. Ich hatte einen Gegner aus Frankreich, den französischen Meister, und der war 2,02 Meter groß. Ne? Da konnte ich gar nicht ankommen. Du musst im Sprung schlagen. Die, ja, habe ich auch nachher. Mit dem linken Haken habe ich ihn dann erwischt. So, noch ein bisschen Babe Risko. Der Weltmeister Mittelgewicht gegen Freddie Steele. Ja, Freddie Steele ist seiner Sache sicher. Ne? Er hat er die Rechte, mit der fintiert er schon ein bisschen. Ja, kommt durch mit der klassische gerade Linke. Ne? Schöne linke Hand. Ja. Muss mehr kommen. Ja. Ja. Der steht doch ziemlich offen da, der Babe Risko, was er da macht. Er lädt förmlich ein. Und wenn da der andere die Innenbahn besetzt, dann ist er immer drin im Ziel. Schöne linke Gerade. Ja, du musst das ja eigentlich. Muss nur mehr kommen, die Linke. Ja, die muss öfter kommen. Bei der Größe, ja, nicht? Ja. Also ein kleinerer Bursche, der wäre froh, wenn er diesen Vorteil hätte. Ja, ja. Du hast ja immer den Infarkt, die halbe Distanz suchen müssen. Genau. Das. Ich musste immer reingehen in den Gegner, ne? Ja. Jetzt kommt die 13. Runde. Ja, ist ja klar der bessere Mann, ne? Ja. Auch die boxerische Linie ist sehr viel besser als bei der. Naja, er hatte ja den Babe Risko schon mal geschlagen, vor 4 Monaten. Und da wusste er genau, was er machen sollte. Aber er hätte vielleicht noch, ja, das stimmt schon, was du sagst, ein bisschen intensiver mit der linken oben reinstochern sollen. Da kommt er immer durch. Ja. Er hat doch die größere Reichweite und. Was damals erstaunlich war in den 30er Jahren, dass also auch leichtere Leute, nicht nur Mittelgewichtler, auch Leichtgewichtler, Federgewichtler, immer ein großes Publikum hatten. Ist der Sachverstand da drüben beim Publikum, auch vielleicht bei den Medien, schon immer größer gewesen als hier in Deutschland? Vielleicht hatten sie nicht so viel Abwechslung in den unterschiedlichen Sportarten als hier bei uns in Deutschland. Vielleicht hier ist ja das Fußballspielen dominant. Ich wollte gerade sagen, da drüben galt vielleicht der Kampf Mann gegen Mann immer ein bisschen mehr. Vielleicht noch aus den Eroberungskämpfen des Wilden Westens. Ja. Ja, da versucht das nochmal, der Babe Risko. Vielleicht mit einem Zufallstreffer noch ein bisschen besser abzusteigen. Jetzt kommt die 15. Runde. Naja, in der letzten Runde. Was macht ein Boxer, wenn er weiß, ich liege vorn? Dann wartet er ab, boxt schön die linke Gerade. Kein und Risiko. Und hält den Gegner auf Distanz. Ja. Versucht ihn auf Distanz zu halten. Aber das ist auch eine Frage des Temperaments. Mancher kann das nicht. Ich konnte das früher nicht. Ich habe gefeitet bis zum Schluss. Ja. Selbst wenn ich wusste, dass ich nach Punkten vorne lag, was auch selten genug vorkam. Denn meistens hatte ich boxerisch
bessere Gegner. Aber vom Kampfgeist her ja, ne, das war der kleine das, Albert Westphal ein großer. Das musste ich eben ausgleichen dadurch. Ja, ja. Aber das sind so die letzten Sekunden in diesem Fight. Babe Risko verliert seinen Weltmeistertitel an Freddie Steele. Und wie gesagt, zur gleichen Zeit war Weltmeister beim anderen Verband, bei dem die Europäer mitboxten, Marcel Thiel, der Franzose, den wir auch schon in den Boxclassics gezeigt haben. Naja, klares Ergebnis, klare Sache. Ja, ja. Es ist auch selten genug, dass nach so langer Distanz noch eine K.O.-Entscheidung kommt. Ne? Neuer Weltmeister Freddie Steele.